Was gehen wir? Gehen wir Säge? Säge ist cool. Ja, Säge wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Und ich habe jetzt auch einen Jäger, einen 90er. Stimmt, hast du ja auch gelevelt, ne? Genau, genau. Der hat aber noch keinen PvP-Gag groß, außer die Waffe. Mhm. Ja, der Jäger, der macht sehr viel Spaß im PvP. Oh ja. Also selbst mit keinem Gear. Mhm. Du spielst nämlich ja noch Beastmaster, ne? Ja. Beastmaster war noch nie so meins im PvP. Ist halt OP. Ist halt OP. Ich meine, am Anfang von MOP waren sie ja noch viel. Viel übler. Hi Xerberus! Herzlich willkommen! Im Aradi-Becken! Aber Hunter ist sowieso, finde ich, voll die Chiller-Klasse. Da stehst du da, zip, zip, zip. Mhm. Mit einem Pfeil und Bogen. Ja, das Lustige ist, wenn du als Hunter richtig skillst, dann kannst du unter anderem auch wirklich die Leute, zum Beispiel im Aradi-Becken bei dem Sägewerk, richtig trollen. Die haben ja diesen Powershot, der auch runterkickt. Genau, du hast noch die Trap, die runterkicken kann, wenn sie glühst und so ein Scheiß. Das ist total zum Beispiel jetzt gerade eben. Habe ich das mal ausgenutzt, jemanden runter zu kicken. Dann durfte da mal ein DK. Der durfte da mal. Jo, dort liegt er sogar. Na komm, boah. Ja, was hat der denn jetzt gemacht? Oh nee! Ja, der muss umfallen. Oh oh, ich glaube, wir müssen dringend zum Hof. Ach Quatsch! Lol. Oh ja, das sind viele. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht hin, ne? Die kommen jetzt zu uns. Oh, verdammt, Jo. Lockt's an der Rand. Komm, Schattenbrand. Na? So, jetzt können wir runter. Komm, komm, komm. Boah, ich hab gar keine Splitter mehr. Funken! Haben wir schon mal wieder geholt.
Das ist gut. Home sweet home. Das sieht schon mal gut aus jetzt. Hexer kommt. Echt? Ah, Hexer sind schlecht, die können nichts. Na, von da. Der Monk hat sich doch anders entschieden. Ah, die scheinen wohl Schmiede zu gehen, wie es aussieht. Ja, die gehen Schmiede rüber. Da gehen wir doch auch Schmiede? Oh, auf jeden Fall. Ich weiß, ich spiele selbst einen Hexer. Das war ja die Ironie. Ja, okay. Boah. Fuck you. Du kommst nicht davon. Ah, jetzt kommt er doch weg. Die Mönche sind doch Movement Kings. Oh nee, jetzt dann mich hier noch. Komm mal da hin. Oh, du hast einen Kill mehr als ich, das darf ich nicht auf mir gefallen lassen. Oh, tatsächlich. Aber Hexer spielen ist wie Fahrradfahren, ne? Das gleiche denke ich über Hunter. Ah. Der war meiner. Nein! Ein Krieger mit 200.000 Lebenspunkten. Was? Wo? Oh. Das war der hier am Hof. Ta- 213.000. Was hat der denn bitte für Gier an? Der war bestimmt Stufe 20 und hat sich irgendwie reingebackt. Einfach nur. Wenn er nur Seelenstärke reingebufft hat, dann hat er sogar nur 185k. Ja, vielleicht hat er wirklich die Todeskrankheit gehabt, Digga. Kann sein. Also, wenn mein Adam mich jetzt nicht anlügt, hat er angeblich keine Schultern an. Da, nix mit Heal, Pala. Dämlicher DK, kannst gleich wieder gehen. Tatsache, der hat keine Schultern an. Das kann passieren. Die habe ich auch gerade nicht an im Moody Life. Der hat nur eine Spitzhacke. Der
hab nur eine Spitzhacke ausgerüstet. Bestkrieger der. Und das ist der beste Krieger der Welt. Ah, jetzt habe ich geguckt, das habe ich ein bisschen vorgelegt. Ja, das gefällt mir nicht. Jetzt kann ich mich in die Hütte am Hof legen und eine Runde pennen gehen. Ja, oh. Da kommt was. Hä? Warum gehen die denn bitte schön zu? Okay. Da unten geht's ab zwischen Säge und Schmied. Ja, was Schmied, oder? Oh! Also nur ein Zwerg. Nur ein Zwerg. Ja, trotzdem. Kill ist kill. Aber wir können Ding holen. Stelle. Komm. Das war meiner. Nein, war nicht meiner. Ah, noch zwei, drei zu den Stellen gehen, dann könnten wir die Stelle holen, eventuell. Oh ja. Yeah. Schmiede wird eventuell etwas schwerer. Ah nee, Schmiede. Mine ist so viel leer. Ich geh mal Mine gucken. Denn. Also als wäre hier nichts. Wir haben nur einen Schurken? Krieger. Arschkrieger. Okay, nein, hier ist was. Ah, nee, die blöde Katze ist hier. Okay, Minen kann man vergessen. Ja, aber Stelle sieht gut aus. Stelle passt. Ne? Oh, die Allianz hat die Farm. Ja, Schmiede kommt, sieht aus wie was, oder? Ne, die gehen Sägewerk. Wirklich? Ja. Ach, vom Hof aus? Jo, vom Hof aus gehen sie zum Sägewerk. Okay. Oh, da ist jetzt 200k-Krieger. Ne, der 181k-Krieger. Ey, der Typ ist göttlich. Ja, ich werde hier sterben. Verdammt. Piu! Wo warst du oben bei Sega? Ne, bei... Wo warst du? Ich wollte gerade zum Sägewerk, wurde aber von einem Sekan mit Schurken aufgehalten. Okay. Was Sägewerk wird wohl was kommen. Bin schon gleich oben. Ja, oder? Nee, die haben gerade das Sägewerk geklärt. Indem sie runtergekickt haben. Ah, mein Gott. Was ist los?
Herr Krieger! Alles Spell Reflected! Ja, und ich hab dir. Haben wir dann nochmal geholfen, oder? Ja, dankeschön. Ja. 18-1 hast du? Ach du meine Güte. Was wirst du eigentlich machen? Der Destro wird ja jetzt im nächsten Patch ziemlich stark genervt, ne? Bitte? Der Destro, der wird doch jetzt im nächsten Patch ziemlich stark genervt. Was wirst du denn eigentlich machen? Ich werde Demo spielen. Sehr wahrscheinlich, Demo? Ja. Demo ist cool. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe die letzten Patchnotes oder jetzt während ich nichts bei YouTube gemacht habe, auch nicht wirkliche Patchnotes beachtet. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwas geändert habe noch. Ah, ich weiß, es ist nochmal Änderungen nochmal am D-Strike vorgenommen werden. Weiß ich jetzt noch, nur was für Änderungen weiß ich halt nicht. Also Zwoma finstere Seele mit Demo ist definitiv OP. Deswegen spiele ich wahrscheinlich auch Demo. Für das Tier 6 Talent dann. Kannst du ja dann Zwoma finstere Seele. Echt? Ja. Archimondes Rache wird ausgetauscht, das heißt dann Schlag mich tot. Mhm. Und stattdessen kommt eben ein Talent rein, wo du Zwoma finstere Seele casten kannst. Echt? Ah, endlich wieder ein Kill gemacht. Ja klar, erst noch ein 4 vor dem Schattenbrand. Oh, Achtung. Versuch, schaffe ich es Mine oder schaffe ich es... Ah, da ist noch jemand. Cool. Verdammt. Ich wollte mich eigentlich ranschleichen, hat aber nicht ganz geklappt. Ah, jetzt sind so viele, hier. Mine. Oh. Das hätte fast geklappt. Ja. Aber der Krieger ist da. Der Whipstar. Okay, der zieht aber Schildwall, ne? Also das schlechte Gear gleicht da aus mit Death Cooldowns. Das ist. Wow. Du hier. Oh mein Gott. Nein! Von der einen Scheiße in die andere Scheiße. Na super. Oh Mann. Komm, 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 stirb hier.
Warum stirbt ihr jetzt? Nein! Na, ich hätte beinahe den Frost mit Stone gehauen. Egal, geh ich jetzt erstmal hoch zum Sägewerk oder so. Ah, oh, jetzt krieg ich wieder auf die Fresse. Okay, ich bin der Einzige noch. Nie. Das erklärt einiges! Also von den Basen her sieht es gerade nicht sehr gut aus. Ja, von Punkten aber. Und von Kills. Schattenbrand Domination. Jawohl, okay, gut. Ich weiß gar nicht, gibt's Klassen mit noch so einem krassen Finisher? Vielleicht Shadow Priest mit Schattenbart tot, aber ich glaube nicht, dass es so krass ist. Ja, hinrichten vom Krieger wird im nächsten Patch auch wieder genervt. Ja, das ist. Im PvP war es so schon nicht so toll. Mhm. Aber der Monk, sein 4er-Set-Bonus, der ist cool. Dadurch wird hier, wie heißt das? Was die Monks machen können, sobald der Mob weniger Life hat. Da wird sie instant halt umfallen. Das können sie ach dann so, auch. Das. Ja. Ich weiß, was du meinst. Berührung des Todes, genau. Und, das können sie dann mit dem 4er-Set-Bonus, können sie das dann auch im PvP verwenden. Sobald der Gegner unter 10% ist, ist dann instant kill. selbst wenn es der fehlt. Okay, das ist bestimmt auch übel, das Berührung des Todes. Hast du recht? Oh ja, das wird. Ich meine, der Monk ist jetzt schon ziemlich stark im PvP. Boah, LFR, ob heute LFR ist, sehr wahrscheinlich. Also, nee. Sehr wahrscheinlich nicht, ist falsch, sondern nee. Der Tiger fragt mich gerade, ob heute nur PvP ist oder auch PvE, also LFR. Aber ein LFR werde ich nicht machen. Wenn, dann würde ich ihn sowieso sehr wahrscheinlich mit dem Jäger machen. Willst du mit dem Jäger mehr PvE machen oder wie? Ja, ich habe jetzt mit dem Hexer die ganze Zeit eigentlich kein PvE gemacht. Dann werde ich das jetzt auch nicht anfangen. Hm. Na, ich werde wahrscheinlich ab und auch mal LFR gehen. Damit, also im nächsten Patch. Um Garrosh mal eins auf die Rübe zu geben. Weil der Garrosh, der ist echt verdient. Oh mein Gott. Nicht sterben. Komm, drop. Ah! Nix, ich bin gerade am Verzweifeln. Das war scheiße knapp eben. Jo, Stelle. Sägewerk wird jetzt auch uns gehören. Ah, oh, gerade noch so vor meinem dritten Tod. Kennt ihr? We had it all along.